Am vergangenen Wochenende fand im erzgebirgischen Nassau das 25. Hundeschlittenrennen statt. Insgesamt verfolgten knapp 2000 Zuschauer das Spektakel im kleinen Ort. Auch das Wetter machte mit, trotz der Nebelschwaden, die über die Strecke zogen. Das Resümee vom Wochenende ist natürlich durchmischt. Einerseits sind wir froh, dass wir das Rennen hätten stattfinden lassen können. Andererseits war natürlich das Wetter eine sehr große Herausforderung. Der Nebel, die warmen Temperaturen haben uns wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben und es war ein schönes Wochenende. Seit 1993 findet dieses Ereignis im beschaulichen Ort statt. Für Veranstalter sowie Gäste war es ein Lichtblick nach den vergangenen Jahren. Im Vergleich zu den letzten Jahren kann man definitiv sagen, dadurch, dass es die letzten 3 Jahre kein Rennen gab, waren viele Zuschauer hier, die wahrscheinlich Lust hatten, endlich mal wieder ein Schlittenhunderennen zu erleben. Die Bedingungen, wie gerade schon angesprochen, waren ein bisschen schwierig, gerade heute sehr weicher Schnee, aber alle Fahrer haben uns gesagt, der Trail war dennoch sehr gut vorbereitet, es hat viel Spaß gemacht und sie kommen gerne wieder. Im Vergleich zu den letzten Jahren kann man definitiv sagen, dadurch, dass es die letzten 3 Jahre kein Rennen gab, waren viele Zuschauer hier, die wahrscheinlich Lust hatten, endlich mal wieder ein Schlittenhunderennen zu erleben. Die Bedingungen, wie gerade schon angesprochen, waren ein bisschen schwierig, gerade heute sehr weicher Schnee, aber alle Fahrer haben uns gesagt, der Trail war dennoch sehr gut vorbereitet, es hat viel Spaß gemacht und sie kommen gerne wieder. Doch auch die wandelnden Klimabedingungen machen dem Erzgebirge zu schaffen. So stand erst Tage zuvor fest, ob das Rennen stattfinden kann. Die Organisatoren und Helfer mussten innerhalb einer Woche diese Mammutaufgabe stemmen. Die Zukunft des Rennens wirft Fragen auf. Die Zukunft vom Schlittenhunderennen hier in Nassau ist schwierig. Wir wissen alle nicht, wie die Winter in Zukunft aussehen. Es gibt Wagenrennen im Schlittenhundesport. Wir haben uns bewusst entschieden in den letzten Jahren, wir wollen nur auf Schnee fahren. Wir würden das weiterhin auch als Ehrgeiz uns als Ziel stellen, aber wir wissen alle nicht, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Deswegen banges Hoffen Jahr für Jahr, ob wir es hier weiter durchführen können. Auf der 40 Kilometer langen Strecke messen sich die 58 Teilnehmer in verschiedensten Disziplinen. Die Wettstreiter reisen aus fernen Gebieten an, um daran teilzunehmen. In den offenen Klassen waren 2 bis mehr als 12 Hunde vertreten. Während die kleineren Gespanne häufig in der Kategorie Sprint eine Strecke von 12 Kilometern meistern mussten, arbeiteten sich die größeren Gespanne durch die Hauptstrecke. Durch die reizvolle Landschaft mit stark fallendem Tal führt die Strecke durch dichte Wälder und lichte Höhenzüge. Mit seiner einzigartigen Schneesicherheit bildet dies eines der schönsten Skigebiete der Region. Gerade für die kleine Gemeinde hat diese jährliche Tradition eine hohe Bedeutung. Ich weiß, dass in Nassau in der Gemeinde das Schlittenhunderennen einen hohen Stellenwert hat. Schon aus dem Grund, weil die ganzen Vereine beteiligt sind. Damit ihre finanziellen Mittel auffrischen, sage ich mal. Und da ist die ganze Gemeinde dabei, wenn das Rennen ist. Hauptsächlich halt die Feuerwehr, der Heimatverein und die ganzen Sportvereine. Abseits des Rennens gab es die Möglichkeit, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. So konnte man den Hunden Streicheleinheiten geben und sich über die Rassen informieren. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Ob im Festzelt oder beim Naschkasten, für jeden war etwas dabei. Für die Kleinsten gab es sogar Souvenirs zu erwerben. Selbst Thomas Schurich schaut trotz aller Schwierigkeiten optimistisch in die Zukunft. Die letzten 2 Jahre haben gezeigt, dass wir immer herrliche Winter haben können. Wie letztes und vorletztes Jahr, da waren Traumbedingungen, da war blauer Himmel gewesen und zwischen 5 und 10 Grad minus. Ich denke, dieses Jahr haben wir mit dem Schnee auch wieder Glück gehabt und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Klar gibt es Verschiebungen im ganzen Wetter und so weiter und so fort. Dann müssen wir uns halt anpassen. Man kann auch Wachenrennen fahren, nur ein Wachen-Schneerennen kombiniert. Sowas gibt es halt leider noch nie. Und es macht meines Erachtens auch nicht sehr viel Sinn, weil dann die Bedingungen für beide Sportarten nie geeignet sind. Auch wir freuen uns auf eine neue Runde des Rennens im kommenden Jahr. Achtung, Startnummer freimachen. Nein. Startnummer 99, Stefan Finzel. Reihenreise Sibirien Huskies.